Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Kurz was in eigener Sache. Ich habe mir ein neues Headset geholt und ich hoffe, dass jetzt dieses nervige Brummen, was ich da öfters mal gehört habe, endlich aufhört. Ich habe jetzt ein relativ cooles Mikro und auch das Headset ist ja eigentlich ganz angenehm. Ja, zu meinem letzten Part. Ich mach mal kurz den... Nee, alles gut. Ich habe hier ordentlich trainiert. Ich war ja, glaube ich, mit den ganzen Leuten hier auf Level 30, respektive Steiner 25, glaube ich. Und ihr seht, ich bin jetzt mit allen auf Level 50 und Steiner hat 47. Also ich bin hier richtig abgegangen. Ihr seht auch an meinem Guild, ich habe ordentlich was verdient. Und ich habe jetzt auch nicht länger als eine Stunde gebraucht. Also ich bin hier im Turbo-Modus durchgeraschelt. Und ich habe auch, glaube ich, soweit alles, was ich jetzt hier lernen kann mit meinen... ja gut, bis auf das hier, glaube ich. Ansonsten ist hier alles cool. Alles gelernt. Ich muss auch mal gucken, was ich hier in meinen Abilities noch alles einstellen kann. Innere Fleck, Levitas, Regener, Hast, alles da. Und immer Hast und immer Regener ist richtig geil. Deswegen sagte ich ja, ich brauche keinen Heiler. Im späteren Verlauf des Spiels wird auch noch, werden die anderen Charaktere auch noch immer Regener lernen. Mit einer entsprechenden mit einem entsprechenden Ausrüstungsgegenstand, und zwar ist das die Goldkappe, die holen wir später. Und Steiner bekommt, glaube ich, eine Rüstung, die das kann. Daher, ja, Vivi hat jetzt bei mir MP 50%, sprich jeden Zauber, den ich spreche, verbraucht nur die Hälfte der HP, MP, Entschuldigung. Ansonsten ist alles klar, Level Up, Ability Up, alles noch wie gehabt und gleich werden wir hier in diesem Konstrukt, was wir hier oben sehen, Oilwert, einen Bosskampf haben, wo ich noch ein paar Abilities umstellen muss. Das machen wir mal dann zu gegebener Zeit. Wir laufen erstmal rein hier und schauen uns das Ding mal an. Ja, das, da gehe ich mal von aus, dass das der Eingang ist. Sesam, öffne dich. So ein fettes Tor. Wie sollen wir das bloß aufkriegen? Ja, einfach so, würde ich sagen. Tritt ein Blinkglück herein. Das machen wir. Ich laufe hier natürlich wieder durch ohne Feindkontakt, weil da habe ich keine Lust drauf. Falls ihr hier den Kontakt einschaltet, macht euch darauf gefasst, ihr werdet Doppelgängern begegnen. Doppelgänger von eurem Team. Sprich sie dann, Vivi, Steiner, Margon, Lilly, Eiko, wie auch immer. Und die werden von einem gewissen Monster beschwört. Die Doppelgänger müsst ihr bitte zuerst umbringen, weil die euch sofort töten. Ja, also... Was haben wir hier? Hier ist... Doch, hier ist was. Ja, machen wir das mal an, nicht wahr? Also die Doppelgänger werden euch töten. Wenn die Doppelgänger dieselben sind, die wie ihr, die ihr gerade im Team habt. Sprich, also wenn ihr sie dann, wie es deiner Mahagon begegnet, sofort töten. Wenn ihr die anderen trefft, ist es scheißegal. So, ich bin mir hier in diesem Konstrukt ehrlicherweise nicht mehr so ganz sicher, wo ich jetzt genau lang muss. Diese Kugel da oben haben wir aktiviert. Hier sind noch 5 Millionen Kisten. Oha. Was haben wir denn hier? Ist das ein Planet? Zweifelsfrei handelt es sich hierbei um eine Art Schrift, aber Mutter Terra, mehr kann ich nicht lesen. Was, du kannst das lesen? Es ist weniger, dass ich es lesen kann, vielmehr sprechen die Schriftzeichen zu mir. Ich raff das auch nicht so ganz. Na gut, hier war noch eine Kiste, da hinten ist noch eine. Das ist die Waffe für Steiner, die wir bereits schon haben, leider. Da ist er, jawohl. Also mit den Waffen bin ich auch komplett klar. Ich habe jetzt bei allen alles gelernt. Drachentatze, Vajoskralle. Ja, und dadurch, dass Mahagon Level 50 hat und auch die Angriffskraft durch diese Waffe hier bei 75 liegt, kloppt dieser Junge richtig drauf. Das ist der Hammer. Diese Stahlrüstung, die haben wir aber auch schon, glaube ich. Ja, ich glaube, die haben wir schon. Jawohl, da haben wir zwei von. Okay. Dann muss ich hier oben lang. Schauen wir mal.
Ja, ich glaube schon. Ist ein sehr, sehr beklemmender Ort, finde ich. Ziemlich komische Kugel irgendwie. Keine Reaktion. Tja, ich glaube, ich muss zuerst hier unten diese ganzen Kugeln aktivieren. Und zwar hier die. Ein Schiff aus einer alten Hochkultur. Aus längst vergangener vergangenen Tagen. Also die Kiste. Federstiefel haben wir auch schon. Ein Kriegsschiff. Technisch auf unterem Stand. Leicht in der Fertigung. Aha. Wie auch immer. Kraftkittel. Kriegsschiff Invincible. Testmodell? Fragezeichen. Prototyp fehlgeschlagen. Erstmodell. Das derzeitig verwendete verbesserte Modell. Ja, das kennen wir bereits. So, und ich glaube, jetzt können wir hier oben, oder? Ist das jetzt schon? Oder müssen wir erst die Tür da rein? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich laufe mal kurz hoch. Da, jetzt leuchtet die Kugel nämlich hell auf. Und jetzt die Geburt der Städte. Die Städte im Zenit ihrer Blüte. Doch Blüte führte zu Reichtum und Übermut. Reichtum und Übermut führten zu Dekadenz und Dekadenz letztendlich zum Untergang. Auf dem Gipfel ihrer Entwicklung begannen die Städte Terras unaufhaltsam mit dem Untergang entgegenzugehen. Dem Untergang. Schon bald gingen sie einer nach der anderen unter. Und weg. Was ist das hier für ein Ort? Ja, das frage ich mich auch jedes Mal. Einer der wenigen Orte in diesem Spiel, den ich nicht wirklich mag. Ja, weil es hier einfach, wie gesagt, nichts wirklich Interessantes gibt. So, jetzt gehen wir mal hier oben rein. Es dürfte hier die Tür auch aufgehen. Jawohl. Jetzt wird es hier ein bisschen interessant. Was ist das hier? Ein unheimlicher Raum. Ja, kotzt dich aus. Uah. Wartet, es sagt was. Besucher, steigt auf die Plattform zu euren Füßen. Okay. Wir sollten gehen. Ja, finde ich auch. Besucher, vernehmet folgende Worte aufmerksam. Dies ist die Aufzeichnung über den Anbeginn unserer Kultur. Das Aussterben unserer Rasse war nicht das eigentliche Problem. Sämtliche Pflanzenarten, sämtliche Tierarten begannen zu verenden. Der Anfang vom Ende war die planetare Überalterung Terras. Um das Problem der Überalterung zu überwinden, untersuchten wir alle nur erdenklichen Möglichkeiten. Schließlich erfassten wir das Wesen unserer Existenz und begannen das erste Experiment auf dem Festland Mutter Terras. Aber das Experiment schlug fehl. Danach fanden wir heraus, dass ein unbedingt notwendiger Faktor ist. Achso, das Punkt, Punkt, Punkt. Ein unbedingt notwendiger Faktor ist und forscht in diese Richtung weiter. Ja, was mag Punkt, Punkt, Punkt wohl sein? Wir, die wir vier kostbaren Opfer dargebracht haben, pflückten uns die Blüte der Ewigkeit und vereinnahmten sie uns.
Sämtliche Tier- und Pflanzenarten sind wiedergeboren, aber die schlummern noch. Achso, die schlummern noch. Wir warten auf den diesmaligen Ausgang. Um Terras kostbare Geschichte weiterreichen zu können, wurden wir erschaffen. Okay, interessant. Was ist das hier für ein Ort? Das würde ich auch gerne wissen, aber jetzt geht es erstmal um das Leben unserer Freunde. Das hat erstmal Vorrang. Das sehe ich genauso. Deswegen können wir jetzt gleich hier rechts rum. Da ist auch ein Mogri. Und eine Kiste. Moel, schönen guten Tag. Ich habe einen Brief für dich. Okay, ich zählte mal eben kurz. Denn jetzt gleich kommt the Boss. The Big Boss of the Uilwerd. Und jetzt gibt es hier noch eine kleine Sequenz. Sieht aus wie der Planet vorhin. Noch ein Planet. Ich verstehe das nicht so ganz. Kann man da reingehen? Nein, kann man nicht. Dann holen wir uns noch die Kiste hier oben. Und bereiten uns vor, denn hier hinter der Treppe wartet der Boss. Und der Boss zaubert sehr gerne Konfus auf uns. Deswegen brauchen wir Felsenfest. Ich mache das mit Sidan. Und Mahagon. So, mit dir auch. Vivi ist mir Wurst, weil er hat eh nicht so eine hohe Angriffskraft. Daher mache ich dir mal Bestientöter aus und Felsenfest an. So, an sich bin ich ja mit Level 50 viel zu krass für diesen Gegner. Aber gut, wir schauen mal. Da befindet sich der Kurokstein. Hui. Da ist der nächste Boss, die Arche. Ich versuche ein bisschen was zu klauen und mal schauen, was ich da so kriege. Das macht er auch ganz gern. Nicht einfach mal so. So, und die Luftschraube war halt dieses, dieser Angriff, wo er mich versucht hat, zu verwirren mit Konfus. Aber er hat gesehen, ich bin geschützt. So, ich habe die heiligen Pieke geklaut. Ich glaube, das war es aber jetzt auch. Wieder mit Sturm.
Hat nichts mehr also drauf da. Das war's für dich, Arsche. Hab einen Eifersplitter bekommen und mit diesem Eifersplitter kann Lilly... Die kann doch irgendwo mit Arche. Ja gut, dann ist das so. Anfeuern, was ist denn das? Und vor allem, wer kann das? Anfeuern, anfeuern, anfeuern. Ich weiß nicht, wer das kann. Na egal. So, her mit dem Klunker. Warum muss Aiko in so einem Käfig sitzen? Lass uns hier raus. Behandelt man so einfach eine Dame? Och Mensch. Wie es wohl sie dann geht? Er wird ganz bestimmt zurückkommen, oder? Wie gefallen euch die Gästezimmer, die ich extra für euch hergerichtet habe? Sie dann war so zuvorkommend und tut mir gerade einen Gefallen, um euch am Leben zu erhalten. Aber es liegt mir irgendwie nicht, Versprechen einzuhalten. Und ich liebe den Anblick von Menschen, denen ihre Qualen ins Gesicht stehen. Aus diesem Grund habe ich ein herrliches Schauspiel vorbereitet. Hier, in meinem wunderschönen Palast, steht irgendwo eine mächtige Sanduhr. Je mehr Sand abläuft, desto weiter öffnet sich der Boden unter euch. Was sagt ihr dazu? Ist das nicht ein wunderbarer Einfall von mir? Die Sanduhr muss nur wieder umgedreht werden und euer Leben ist vorerst einmal gerettet. Ich hoffe nur, sie dann wird es rechtzeitig schaffen. Noch ganze 10 Minuten währt euer Leben, also betet, dass euer Erlöser bis dahin wieder zurück ist. Auf Wiedersehen. Hahaha. Arschloch. Das kann ich nicht zulassen. Sag mal. Ich habe Vikuya es befohlen, hat die Sanduhr umgedreht und aus abgeschlossen. Aber was wir hier machen, ist doch eigentlich was Schlimmes, oder? Möchtest du denn stehen bleiben? Wir gehen erstmal zurück. Dann müssen wir wieder die Geheimvorrichtungen gehen. Ich verstehe mal noch nicht, wie man sie auslöst. Eigentlich ist es ganz einfach, weil du ja alle anmachen musst. Nur nicht zu viel denken. Ah, interessanter Hinweis. So, ich darf Sid steuern. Und ich habe jetzt insgesamt 6 Minuten Zeit, mich hier zu bewegen. Und ich darf mich nicht bewegen, wenn dieses Ding sich umdreht. Ihr seht's, dann rastet's aus. Und ich mache das jetzt auch relativ easy. Mal dreht sich das Ding schnell um, mal langsam. Och verdammt, ey. Ich hasse dieses Ding. Yeah.
Ich frage mich nur, was dieses Ding überhaupt machen will. Wenn es eh im Käfig ist. So, erstmal die Gewichte untersuchen. Holz. Lehm. Stein. Und Eisen. Sehr schön. Gewicht auf die Waage stellen. Lehm, Stein, Eisen. Das Schwerste natürlich. Und jetzt können wir raufhüpfen. Jetzt müssten alle frei sein. Alle okay hier? Seid ihr unverletzt? Du uns einfach das Leben gerettet? Ihr glaubt nicht, was ich durchmachen musste, aber wir müssen unsere Wiedersehensfreude verschieben. Die Schwarzmagier sprachen von einer Geheimvorrichtung, die sich weiter hinten im Gang befindet. Man müsse einfach alle anmachen, sagte einer von ihnen. Auf jeden Fall sollten wir schleunigst von ihr verschwinden. Genau, wir können uns nicht immer nur auf Sylvia und die anderen verlassen. Wir müssen versuchen, aus eigener Kraft zu fliehen. Dann sie dann abfangen, bevor er zurückkommt. Wenn wir alle zusammenhalten, schaffen wir es. Okay. Hier ist jetzt ein Mori, wo wir schön einkaufen können. Und ein Brief für Mokpok. So, ach nee, Moment. Bevor ich einkaufe, lege ich euch erstmal die ganze Scheiße hier an, was ihr alles neu habt. Boah, ich kann gerade geil. Immer Regener. Medica Hass. Sanctus, wow. Drachentöter. Stärkste Waffe für Freier. Plasmadrache. Stärkebonus. Was kannst du? Lassen wir alles so. Sehr schön. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Weiß ich gar nicht. Nö, sieht nicht so aus. Ja, speichern werde ich jetzt hier nicht. Und diesen Wüstenpalais, den wir jetzt hier vor uns haben, machen wir das nächste Mal. Bis dahin, ciao, tschüss.